Jo, hi, zurück zu The Order. Wir sind hier noch in Whitechapel im Hospital. Das ist hier so eine, ja, ich würde mal sagen, so ein Unterschlupf. Muss mal ein bisschen gucken. Und so ein bisschen Ich verstehe kein umsehen. Wort. Was können die Rebellen hier planen? Tja, wir sollen den Rebellenunterschlupf auf jeden Fall hier mal untersuchen. Ein Foto von Lord Hastings. August 58. Okay. Das ist eine Riesenkarte hier. Ich meine. Okay, was haben Sie noch? Doch nicht so interessant ist. Okay, da liegt jede Menge rum. Gehen wir gleich mal. Oh. Na, okay, machen wir jetzt. Die Frachtliste der Agamemnon. Die ganze Fracht ist für Amerika bestimmt. Eigentlich soll sie sich ausruhen da hinten, ne? Stöhnt aber ganz Guantanamo. schön. Denk mal, der hat richtig übel zu verletzen. Ich meine, das letzte Mal haben wir gefeit gegen so einen Lykaner. Und der war ganz schön schlecht drauf. Deswegen müssen wir mal gucken. Vielleicht finde ich irgendetwas noch, Medikamente oder sowas, die ihr helfen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall untersuche ich jetzt erstmal hier diesen Unterschlupf. Schon wieder Skelette, ist okay, aber das da ist irgendwie nicht mehr okay. Okay, es wird wahrscheinlich hier geforscht, wie man die loswerden kann. Wer weiß. Okay, wichtige Dokumente? Nö. Okay, gegenüber ging es auch noch rein, meine ich, ja. Und da hinten geht es da weiter. Nee, okay. Dann haben wir hier was zu erwarten, oder? Okay, was haben wir hier? Es sieht aus wie sehr gute Medikamente. Nein, das ist schon wieder so eine Rolle, wo ich noch nicht weiß, wo ich sie abspiele. Ah, wieder nichts Interessantes. Ist noch eine Truhe und Klamotten noch oder was? Knack. Das war's. Wir haben da nur was rausgenommen. Was haben Altes wir noch? Indien-Uniformen. Ohne Ränge oder Abzeichen an den Ärmeln. Das muss es sein. Percival, melde dich. Percival! Meldet sich nicht. Die wollten eigentlich auch hier reinkommen, ne? Komm, Easy. Ich helfe dir hoch. Ganz langsam. Ganz easy, Wie lange war easy. ich weg? Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Galahad, wo in aller Welt hast du gesteckt? Percival, wir könnten ein ziemliches Problem haben. Was gibt's? Zuerst ruf Nikola. Wir brauchen Waffen.
Die Rebellen haben die psychiatrische Anstalt als Versteck und Ausbildungsgelände verwendet. Es gibt Hinweise, die eine mögliche Bedrohung der Vereintes Indien Company andeuten. Und Lord Hastings. Ich sag's dir doch, mir geht es gut. Du brauchst noch Zeit, um dich zu erholen. Ganz sicher, Gray. Mir geht es fantastisch. Wirst du irgendwann einmal einen meiner Ratschläge befolgen, Easy? Du kennst die Antwort auf die Frage. Nope. Aber zuerst bräuchtest du Vaters Segen. Oh, okay. Touché. Mein Freund Galahad. Nun, Marquis, sind Sie gar nicht um mein Wohlergehen besorgt? Oh, Mademoiselle, ich habe keinen Moment gezweifelt, dass Sie es den Schurken zeigen würden. Das Gleiche kann man von Ihrem galanten Ritter nicht behaupten. Kein Wort zu niemandem, Nikolai, ist das klar? Wie Sie wünschen, das ist sehr riskant. Was habe ich gesagt, Monsieur? Nikolai hat was gebastelt. Wir hätten euch fast schon aufgegeben. Wir wurden länger aufgehalten. Kommt, uns bleibt nicht viel Zeit. Sir, das hier ist auch für Sie. Es sollte alles funktionieren. Vielen Dank, Nikola. Und die andere Waffe? Ah, ja. Sie liefern immer auf den Punkt, Nikola. Possible. Für dich. Vielleicht brauchst du die bald. Die Agamemnon, wie ist ihr Status? Sie hat bereits abgelegt. Unterwegs nach Portsmouth, ihrer letzten Station, bevor sie nach Amerika aufbricht. Und das Sicherheitspersonal an Bord? Wurden sie vor der Bedrohung gewarnt? Soweit wir wissen, könnten die Verschwörer die Wachmannschaft infiltriert haben. Wir müssen das klären, ohne Verdacht zu erregen. Der Rat sollte über die Situation informiert werden. Wir können es uns nicht leisten, den Rat um Erlaubnis zu bitten. Wir müssen an Bord dieses Schiffs. Wie schlagen Sie vor, soll das gehen, Mon General? Sie ist bereits in der Luft. Das dürfte leicht sein. Du liest Gedanken. Sentinel 5, wir sind an Bord. Verstanden, Sir Percival. Sentinel 5 zieht sich zurück und hält sich zur Unterstützung bereit. Bestätigt. Danke fürs Mitnehmen, Captain. Viel Glück. Sentinel 5, Ende. Nennen Sie das leicht, Monsieur? Wir sind alle sicher, Percival. Wir gehen auf dein Zeichen. Dann los. Ja, dann mal los. Big Rain, Lafayette. Wie lang ist das Seil? 3000 Meter? Achso, wir wollen nur in das Luftschiff rein. Ah, okay, ich verstehe. Sorry. Die haben uns nur abgesetzt. Ich dachte, wir sind hier drauf und lassen uns jetzt runter. Scheinbar nicht. Das ist sehr gefährlich, meine Freunde. Geben Sie schon auf, Marquis. In Position. Bin hinter dir. Komm, auf geht's. Na los! Okay. Hier lang. Schnell! Nach drin! Ausrüstung. Lafayette und Galahad, bringt das Cockpit unter eure Kontrolle. Leise. Verstanden. Isabeau und ich werden uns umsehen. Wir brauchen Augen am Boden unter den Gästen. Dabei habe ich doch gar nichts anzuziehen. Ich muss wohl vorher noch einkaufen gehen. Regeln für den Einsatz, Monsieur? Macht, was nötig ist. Uns bleibt keine Zeit zwischen Rebellen und Wachen der Kompanie zu unterscheiden. Wir haben schon ohne Netz gearbeitet. Das ist wahr.
Aber trotzdem kapern wir das Flaggschiff der Flotte der Vereintes Indien Kompanie. Fragen? Dann lasst uns gehen. Sebastian, eine Frage. Wer war der Alte, mit dem du in Mayfair Whitechapel geredet hast? Der alte Mann. Eine lange Geschichte. Ich werde sie dir so bald wie möglich erzählen. Vieles muss ich vorher noch herausfinden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Orden scheint dir gegenüber misstrauisch zu werden. Der Orden ist nicht mehr, was er mal war, Grayson. Ja, hast du schon mal gesagt. Geduld, alter Freund. Alles zu seiner Zeit. Nicht vergessen, Tarnmodus. Ja, Tarnmodus, alles klar. Mademoiselle, also alles schön stealthy. Ich werde schweigen wie ein Grab. Oui, oui. So, lass uns da reingehen. Der Weg scheint frei von Wachen. Beeilen wir uns. Warten Sie auf mein Okay. Achtung. Und auf einmal kommen. So, wir zwei gehen hier lang. Komm. Was ist los, mein Vögelchen? Und wir? Ich dachte, wir zwei gehen hier. Genau. Ihr entlang, Visier. Ja, oui, oui. Oh, drück. Gut. Unser Eindring wurde nicht bemerkt. Das Schloss ist magnetisch. Wir müssen die Steuerung finden. Das nennt man Fortschritt. Ist das eine Todesfalle? Oh ja, die Geschichte. Alter. Will mich verarschen? Okay. 100 Jahre gedauert. Was? Das ist was für Mechaniker, keine Wache. Könnte mir eigentlich egal sein. Bestes Schiff von wegen. Voilà. Gellerhardt, Lafayette, die Wachen der Kompanie leisten erbitterten Widerstand. Sie setzen tödliche Gewalt ein. Geht genauso vor, falls nötig. Verstanden. Scheiße, was ist mit den Dingen? Vielleicht ein loses Kampf. Oh. Oh, da hätte man doch irgendwie, weiß ich nicht, fragen können, ob er woanders hingehen kann. Also, müssen wir da rein? Oder da hinten? Ich sag mal, Stichwort langer Korridor, ne? Ja, Stichwort langer Korridor. Und er krabbelt schon vor. Mann, Junge, echt. Jemand ist vor kurzem hier gewesen. Beeilen wir uns. Keine Wache. Dann treffen wir unsere Reise über den Atlantik. Wenn er ist unter Tension, vielleicht ist verlässlich. Okay, darunter wahrscheinlich, ne? Wir gucken erst nochmal. Oh. Oh, Fracht gesichert. Müssen wir irgendwie antworten? Wahrscheinlich runter jetzt, ne? Ich bin Indierinnen, Monsieur. Okay, let's go. Ich kann drei im Cockpit sehen. Die Wache könnte Probleme machen. Wir müssen einfach improvisieren.
macht es euch bequem. Unser nächster Halt ist Portsmouth. Und dann folgen einige unaufregende Tage nach Amerika. Rauchgranate. Auf ihr Zeichen. Achtung, fertig, los. Im Frachtraum merke ich kaum, dass wir in der Luft sind. Aber hier... Und los. All diese... Alter, Qualmibärte. So, oh. Pio, pio. No, 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 no. Knuff. Oh, nein. Ah, der hatte doch schon genug. Leute, wir beschlagnehmen Leute. Das Schiff im Namen der Freiheit. Äußerst brutal. Percival, das Cockpit ist gesichert. Lafayette bleibt am Steuerruder. Wie ist euer Status? Lord Hastings ist in der Nähe des Ballsaals hinter eurer Position. Wir versuchen ihn zu finden. Kommt schnell hierher. Bestätigt. Ich melde mich, sobald ich mich umgesehen habe. Nicht vergessen, immer ein ruhiges Händchen am Ruder. Überlassen Sie das mir. Okay, lass uns mal gucken, dass wir den finden im Ballsaal. Verdammt, Bailey. Vergiss immer, die Tür zum Funkraum abzuschließen. Kann man einfach raufgehen? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Na komm. Unentdeckt zum Ballsaal, okay? Der Ballsaal. Die Kompanie hat Scharfschützen. Ich dachte, hast du gehört, da ist einer. Aber halt dich am besten von den Docks fern. Da ist der eine. Oh, und da kommt der andere. Moment, geht der hier lang? Ja, da kommt er. Komm. Runter, runter, runter. Unten bleiben. Oh, hier kann man auch runter. Gut. Nochmal zurück, würde ich sagen. Oder wir beobachten erstmal hier. Na, wo kommt er? Da. Okay. Oh, kommt er hier lang? Nee, tut er nicht. Jetzt können wir aber hinter ihm her, oder? Wenn wir schnell sind. Sehr brutal, meine Freunde. Okay, wir können drüben durch.
Tja, umgelegt, ey. Vielen Dank. Oh, schon wieder Wachen. Okay, ich kann hier vielleicht den Gang lang. Aber was machen die Vögelchen? Einer geht da lang. Ah, okay. Wir sollten mal damit rechnen, dass gleich um die Ecke da einer rumkommt, oder? Kann natürlich hier rein. Oder? Sehr interessante Zeitung mit Kaffeefleck. Okay, es hilft uns aber jetzt wenig. Können wir aber vorstellen, dass die Wachen... Na, genau, kommen hier vorbei, oder? Da müssen wir raus, aber... Oh, hier kommt gar keiner mehr vorbei, sehr gut. Ich dachte schon, aber wir gucken jetzt nochmal hier, oder? Mal schon ein bisschen was finden, falls man hier überhaupt was finden kann in dem Spiel. Also die Musik wird lauter. Okay, komm. Hilft also nicht. So, jetzt steht hier noch eine Wache, oder? Nee, okay. Ist das der Ballsaal? Noch nicht, oder? Foyer des Ballsaals, okay. Percival, es gibt ein Problem. Lucan ist an Bord. Mein Bruder? Was macht der Ritterkommandant hier? Alles scheint problemlos abzulaufen. Ja, Sir Lucan. Recht problemlos. In ein paar Stunden sind wir in Portsmouth. Tatsächlich. Und dann auf nach Amerika. Sollte die Leute eskortieren, bis das Schiff die Grenze erreicht. Sollte er nicht besser informiert werden? Und riskieren, die Rebellen zu warnen? Gellert hat recht. Alistair wird nicht erfreut sein, nicht eingeweiht zu sein. Darum kümmern wir uns später. Er kann uns vielleicht noch helfen, wenn es die Situation erfordert. Wir fahren wie geplant fort. Verstanden. Ich melde mich, sobald ich einen besseren Aussichtspunkt habe. Die haben es auch nicht eilig, ne? Wow, das coole... Upsi, das coole Tesla-Gewehr. Auf Position. Feuer einstellen, bis wir ein Ziel bestätigt haben. Bestätige eingestelltes Feuer. Wachen ohne korrekte Rangabzeichen. Die Uniformen in Whitechapel hatten keine Schulterstücke. In der Tat. Halten mich auf dem Laufenden. Tja, wie identifizieren wir die denn? So, die zwei natürlich nicht. Dreh dich, ich sehe nichts. Abzeichen bestätigt. Die Wache bei Hastings ist überprüft. Ausgezeichnet. Untersucht die restlichen Wachen. Kein Abzeichen. Percival, wir haben einen Rebellen im Erdgeschoss. Verstanden. Weitersuchen. Da sind nur andere. Okay. Kann die richtige Schulter nicht sehen. Komm, dreh dich. Mist, kein Abzeichen. Ein Rebell auf dem Balkon gegenüber. Bestätigt. Untersucht sie alle. Ein Abzeichen.
Percival, die Wache oben auf der Treppe ist echt. Gut. Weiter suchen. Das war der letzte. Gut. Eliminiert alle Bedrohungen. Bestätigt. Okay. Waffe geladen. Weidmanns Heil. Einer erledigt. Noch einer. Luken! Rebellen! Holt Hastings da raus! Bringt ihn hier raus! Hastings ist entkommen, braucht Verstärkung! Alle wollen Plan B! Percival, das Ziel ist getroffen! Rebellen im Anmarsch! Ich brauche Hilfe! Verstanden! Wir stoßen zu dir! Ja, den kleinen Rest machen wir aber erst beim nächsten Mal, okay? Also, bis denne. Ciao.